Willkommen zu neuen Abenteuern im Phantasis Studio, eurem Bemalservice aus Wiesbaden und willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Wir schauen uns heute aus der Space Marine Adventures-Reihe von Games Workshop das Brettspiel Tödlicher Countdown oder wie es im Original heißt Doomsday Countdown an. Das ist das dritte Brettspiel aus der aktuellen Reihe von Games Workshop von diesen, ja, ich sag mal, Brettspielen, die nicht im Games Workshop, ja, im hauseigenen Shop zu finden sind, sondern die über andere Kanäle vertrieben werden. Wie auch hier läuft das Ganze über GameStop und über Thalia. Über die beiden Shops bzw. Händler könnt ihr das Spiel beziehen. Das heißt, wie auch schon in den anderen beiden Spielen, die ich euch genannt habe, Warhammer 40k Fireteam und das Age of Sigmar Bladeborn, geht es hier darum, nicht Games Workshop Spieler oder einfach Menschen, die mit dem Hobby noch nichts zu tun hatten, so ein bisschen in dieses Miniaturen-Hobby über so eine Art, ja, Miniaturen-Brettspiel-Hybrid, ja, an dieses Hobby heranzuführen und mit der ganzen, mit dem Warhammer-Universum vertraut zu machen. Während das Bladeborn ja so eine arcadige Version von Warcry ist und das Fireteam ja so eine Light-Version von Killteam ist, also quasi zwei bestehende Games Workshop Spiele noch mal ein bisschen vereinfacht und in ein Brettspiel gepackt, um es zugänglicher zu machen, haben wir hier ja so ein Ding dazwischen, über das man gar nicht so viel liest, gar nicht so viel hört und ganz ehrlich, das hat auch seinen Grund. am ehesten kann man es für diejenigen, die so ein paar Games Workshop Brettspiele kennen, kann man es mit dem Lost Patrol vergleichen. Das ist ein sehr viel älteres Games Workshop Brettspiel, von dem es aber auch vor einigen Jahren mal eine Neuauflage gab. Beziehungsweise, ich glaube, im letzten oder vorletzten Jahr auch in dieser Reihe erschienen von diesen, ja, Brettspielen von Games Workshop, das Crypt Hunters für Age of Sigmar. Ich erkläre es alles in aller Ruhe im Rahmen dieses Materials. Allzu lang wird das Video nicht werden, denn allzu viel, wie ihr seht, haben wir hier nicht. Preispunkt liegt hier bei 39,99 Euro. Wie immer, je nachdem, wie gerade die Rabatte bei den Händlern sind, habt ihr vielleicht mal 10-20% Abzug. Kommen wir auch gleich zu, was den Preispunkt angeht. Und das hier ist die Box. Was haben wir wieder für einen schönen Spruch hier drauf? Infiltriere die Basis, entschärfe die Bombe und rette den Tag. Ja, hurra. Das Spiel ist ab 12 Jahren, Spieldauer ungefähr 30 Minuten und es ist für 1 bis 3 Spieler gedacht. Blick auf die Rückseite, damit diejenigen, die sich vorher gefragt haben, was meint er denn mit Lost Patrol und so weiter, ihr seht's, es sind diese Hexfelder, Kacheln, die man dann nebeneinander legt. Wir haben hier wieder den Komplexitätsgrad 2, wie eigentlich bei allen Games Workshop Brettspielen. Ich glaube, es ist nie etwas anderes. Ja, leicht zu bauen, die Figuren, wie immer. Das heißt, es sind, ja, zusammensteckbare Modelle, wobei, da reden wir gleich nochmal drüber, was das leicht zu bauen angeht. Es betrifft sich nämlich nur auf die Marines, naja. Ja, wo fangen wir am besten an? Das Spiel ist, ja, am besten nehmen wir erstmal die Hintergrundgeschichte. Wir befinden uns auf dem Planeten Garatus, der von der Black Legion überrannt wird. Und wir befinden uns in der Makropole, ich habe es mir aufgeschrieben, Ventine, die von allen Seiten von Chaos-Kultisten und Chaos-Space-Marines belagert wird. Und jetzt ist es so, in dieser Makropole gibt es ein großes unterirdisches Tunnelsystem und in dem haben sich Chaos-Kultisten eingenistet. Die haben vor, mit Hilfe einer gewaltigen Bombe eine Detonation auszulösen, die gesamte Makropole in Schutt und Asche legen könnte. Und was bleibt den Space Marines, den Ultramarines hier stellvertretend anderes übrig, als einen kleinen Kommandotrupp in die unterirdischen Tunnel unter der Stadt zu bringen, um dort die Chaos-Kultisten auszumerzen. Das heißt, letztendlich die Bombe zu entschärfen und aus dem ganzen Tunnelsystem lebend zu entkommen. Man spielt mit alleine oder mit 2 weiteren Mitspielern gegen das Spiel. Das heißt, es gibt keinen Spielleiter.
Und im Gegensatz zu Crypt Hunters oder auch Lost Patrol, das waren ja Zweispielerspiele, wo man gegeneinander gespielt hat. Bei Lost Patrol war es so, dass Blood Angels, auch wieder Space Marines, sich durch einen Dschungel kämpfen mussten. Bei Crypt Hunter waren es Stormcast Eternal, die gegen ja, diese Geisterfraktion, deren Name mir gerade nicht einfällt, kämpfen mussten. Also es waren zwei Spielerspiele gegeneinander. Hier haben wir eben ein bis drei Spieler gegen das Spiel an sich. Und das Spiel, es gibt kein Spielbrett in dem Sinne, sondern es wird zu Spielbeginn mit Hilfe von diesen süßen kleinen Plättchen wird das Spielfeld aufgebaut. Im Gegensatz zu den anderen Spielen, deswegen kann man es auch gar nicht so sehr mit Lost Patrol oder Crypt Hunters vergleichen, wird das gesamte Spielfeld schon zu Beginn aufgebaut. Das heißt, man zieht nicht verdeckt die Tunnelsegmente und erforscht das Ganze, sondern man weiß gleich zu Beginn letztendlich, wie steht das Spielfeld. Weil man hat relativ klare Ziele, man muss erst an den einen Punkt, dann an den nächsten und dann mit dem Aufzug nach draußen und dass man das so ein bisschen überblicken kann und sich gleich den Weg finden kann, steht das Feld schon so. Und da man ja ohnehin kooperativ gegen das Spiel spielt, ja, ist es ohnehin dann auch nicht so relevant. Egal, das Spielfeld ist dann aufgebaut, es ergibt dann so eine Art Tunnellabyrinth, da können wir auch mal gerade einen Blick in die Anleitung werfen, damit ihr euch das mal vorstellen könnt. So sieht das dann aus. Und ja, dann bewegt man seine Space Marines abwechselnd durch dieses Labyrinth, versucht seine Missionsziele zu erreichen. Und wenn alle Space Marines ihren Zug gemacht haben, sind die Chaos-Kultisten am Zug. Und die werden über ein Kartendeck gesteuert. Das heißt, es gibt verschiedene Karten, die letztendlich anhand von Symbolen und Texten so ein bisschen beschreiben, wie die Chaos-Kultisten, die sich in dem Tunnelsystem befinden, bewegen, wie sie angreifen und wie sie vorrücken. Das ist ein einfaches, intuitives System, das an sich auch ganz gut funktioniert. Aber sind wir mal ehrlich, bei so einem einfachen kleinen Spiel, da ist auch nicht viel zu machen. Was machen solche Gegner? Die versuchen einen natürlich aufzuhalten. Das heißt, sie bewegen sich auf die Space Marines zu, gehen entweder in Nahkampf oder schießen. Und das war's. Das Ganze ist mit einem Rundenlimit belegt. Dafür haben wir einen 20-seitigen Würfel in der Box. Der wird nicht zum Würfeln benutzt, sondern wirklich, da geht es darum, innerhalb von 20 Runden muss dieses Spiel geschafft werden. Ansonsten geht diese ganze Anlage, fliegt in die Luft. Das heißt, der 20-seitige Würfel ist einfach nur ein Rundenzähler. Ansonsten haben wir noch drei 6-seitige Würfel. Jeder Spieler hat einen Würfel für seinen Space Marine. Und ja, wir haben hier insgesamt drei tapfere Space Marines. Wir haben Bruder Sicarian, Bruder Galain und den Bruder Sergeant Artellus. Die haben alle ja so klassische, ja noch so eigene Spezialfähigkeiten, die sie so ein bisschen hervorheben als Individuen. Ansonsten gibt es noch einen Satz, wie heißen sie denn nochmal? Space Marine Ausrüstungskarten, genau. Wir haben also noch verschiedene Ausrüstung für die Space Marines, die gezogen werden kann, die im Spiel noch den Space Marines gewisse Vorteile gibt. Und ansonsten haben wir hier eigentlich nicht mehr viel. Wir haben ein paar Aktivierungsmarker, wir haben Versiegelungsmarker. Die Kultisten kommen aus den Tunneln angerannt oder aus so kleinen Luken, die sich im Boden befinden. Sehr, sehr unangenehm. Wir haben ein paar Verwundungsmarker und das war's. Allzu viel Material ist es nicht. Dazu die Spielanleitung, die doch recht übersichtlich ist. Wobei ich gestehen muss, diesmal habe ich, im Endeffekt sind nur, glaube ich, zwei oder drei Schritte, die man jede Spielrunde macht. Diesmal hatte ich aber tatsächlich so ein paar Probleme, an ein oder zwei Stellen zu verstehen, was das Spiel von mir will. Die Regeln sind trivial, die sind einfach. Ich habe nur das Gefühl, dass diesmal in der Anleitung ein bisschen manche Sachen umständlich erklärt sind. Oh, das liegt an mir. Egal. Spiel für ein bis drei Spieler ist schon mal so eine sehr interessante, unrunde Zahl. Es müssen immer alle drei Marines genommen werden. Das heißt, wenn ein Spieler alleine gegen das Spiel spielt, was theoretisch möglich ist, kann er natürlich alle drei Marines alleine steuern, kann die Karten ziehen von den Kultisten und gut ist.
Spielt man das Spiel zu zweit, muss einer halt zwei Marines spielen oder man lässt den einen da irgendwie ja, im Wechsel spielen. Bei drei Spielern hat jeder einen Marine, wobei ehrlich gesagt, dann hat nicht wirklich, ja, man hat nicht viel zu tun. Man hat zwei Aktionen mit seinem Marine, man schießt, man bewegt sich, das war's. Die Aktionen gehen sehr schnell durch. Also für drei Spieler ist es vielleicht fast ein bisschen zu wenig zu tun. Drei-Spieler-Spiele sind sowieso immer so ein bisschen, ja, eine Seltenheit. Oft ist man ja bei solchen Brettspielsachen, man ist zu zweit oder man ist gleich zu viert oder zu fünft. Dass man mal zufällig zu dritt ist und dann auch noch ein Spiel für drei Spieler hat, kommt nicht allzu oft vor, würde ich sagen. Demnach eine ungewöhnliche Spieleranzahl in dem Fall. Aber ich würde es fast am ehesten noch als ein Solospiel bezeichnen, ganz ehrlich. Ja, und das ist eigentlich schon alles, was es da zu erklären gibt. Wenn man das Spiel gewinnt, man muss eben versuchen, vor Abschluss des Timers herauszukommen. Und dann kann man auch anhand der Anzahl der überlebenden Space Marines, kann man dann auch sehen, wie erfolgreich man da rausgekommen ist. Und das war's. Allzu viel ist es nicht, allzu spannend ist es tatsächlich auch nicht. Es gibt noch die Möglichkeit eines Kampagnenspiels, da hat man tatsächlich, das ist auch, wirkt so ein bisschen angeflanscht, wenn wir mal ehrlich sind, das ist hier auf den zwei Seiten noch zu sehen, da kann man drei Partien hintereinander spielen, kann so ein bisschen noch eine durchgehende Geschichte versuchen zu erklären. Es gab auch schon dieses Kampagnenspiel bei dem vorherigen Space Marine Adventures, bei dem allerersten Labyrinth der Necrons, da hat das ganz gut funktioniert. Weil es eigene Kartendecks für jede Eskalationsstufe gab. Hier ist es halt so, man hat das, was ihr an Material seht, das ist alles. Deswegen, viel ist es auch nicht. Und wenn man das Spiel noch ein bisschen weiter strecken möchte, gibt es hier noch die Möglichkeit, mit sogenannten Errungenschaften und Bußen kann man dann hier noch Achievements freischalten. Da kann man dann noch freischalten. Man trägt das Datum ein und die Namen, wann man was geschafft hat. Dann gibt es dann solche Sachen wie zum Beispiel gewinne ein Spiel mit zwei oder mehr aktiven Bußen oder gewinne ein Spiel, in dem kein Space Marine verwundet wurde. Dann kriegt man die Errungenschaft übernatürliche Widerstandsfähigkeit. Man kann seinen Namen und das Datum eintragen, wann man das erreicht hat. Hurra! Wir freuen uns alle darüber. Es bringt nichts, es hat sonst keine Bedeutung. Es gibt diese Bußen, da kann man sich dann nochmal quasi während des Spiels eine Hand auf den Rücken binden, wenn man zum Beispiel sagt, Reinheit der Gedanken wollen wir mal versuchen, gewinne ein Spiel, in dem keine Ausrüstungskarten gespielt werden. Kann man auch den Namen eintragen, Datum fertig. Ist nett, ich weiß nicht, ob man es macht. Eigentlich, man spielt es ein, zwei Mal und dann denkt man sich, okay, ja. Wir haben auch die Chaos-Kultisten, ich glaube, die habe ich euch noch nicht gezeigt, die Karten. Die haben auch, es ist ein ganz einfacher Würfelmechanismus, der auch dahinter steht. Da gibt es Spezialisten, da gibt es den Champion, den schweren Schützen und den Initiaten. Also ja, die haben so verschiedene Kampfwerte. Übrigens, für die muss dann auch gewürfelt werden, das muss dann ein anderer Spieler übernehmen. Ach ja, egal, im Vergleich zu, im Vergleich zu Lost Patrol, das ja ein sehr hartes Spiel für die Space Marine Spieler war und fast unschaffbar war, aber das war ja auch so ein bisschen der Reiz, wie lange schafft man es zu überleben. Und im Vergleich zu Crypt Hunters, dem Spiel, dem Age of Sigma, der Age of Sigma Variante, bei der ganz klar die Stormcast im Vorteil waren und die Nighthaunts, jetzt weiß ich, wie sie heißen, wirklich Probleme hatten, die Stormcast irgendwie aufzuhalten. Im Vergleich zu diesen beiden Spielen, die auch so eine gewisse Tension hatten, weil es halt direkt gegeneinander geht, fühlt sich das alles hier ein bisschen lahm an. Also auch, ich habe ja vor einer Weile das Angriff der Orks, das Space Marines Spiel für euch, mal ausgepackt und euch so ein bisschen erzählt, wo wirklich mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad auch der Druck erhöht werden kann und auch das Spiel, dadurch, dass man diese ganzen Terminatoren hat, recht abwechslungsreich sein kann. Es ist halt so ein Tower-Defense-Ding fast schon gewesen. Das ist eigentlich ein ganz lustiger Mechanismus. Hier, ja, man läuft durch das Labyrinth, man guckt, man baut es am Anfang so ein bisschen auf. Es
Es passiert nicht viel und es ist vom gesamten Spielinhalt alles ein bisschen dünn. Man kann da jetzt nicht den tiefgreifenden Dungeon Crawler erwarten. Vor allem, weil wir hier von einem Preispunkt sprechen, und zwar 39,99 €. Und das ist dahingehend auch interessant, weil diese Games Workshop Brettspiele sind ja gerne auch mal ein Vehikel für Miniaturen. GW macht es ja gerne so, dass sie das Spiel natürlich an Nichtspieler verkaufen wollen, die das Warhammer-Universum noch nicht kennen, okay. Aber für diejenigen, die das Warhammer-Universum kennen, sind oft interessante Modelle dabei, sodass die dann das Spiel kaufen, das Spiel mit allem wegschmeißen und quasi nur die Figuren behalten. Auch das ist hier meiner Ansicht nach absolut nicht gegeben. Wir haben 3 Intercessors drin. Das sind die, ich sag's mal, uralten 3 easy-to-build Intercessors, die eigentlich jeder schon mal gesehen hat, die jeder mal schon irgendwie ja, dabei hatte. Das sind wirklich Modelle, die langsam in die Jahre gekommen sind. Das ist der Typ mit dem Zeiger, das ist der mit dem Scanner in der Hand und dann noch der, der das Ding so an der Seite hält. Ich werde die Modelle wieder einblenden an dieser Stelle, damit ihr genau wisst, was es ist. Diese 3 Easy-to-Build-Modelle, die waren so in jedem Games Workshop Paint-Set dabei, in jedem Starter-Set der vorherigen Edition. Die sind wirklich, es sind keine schlechten Modelle, aber es ist halt auch echt nichts Besonderes. Und die konnte man bei Games Workshop sogar noch lange, lange Zeit in einer einzelnen kleinen Box für 12 € kaufen. Eigentlich auch ein ziemlich enormer Preis damals gewesen für die Modelle. Aktuell gibt es sie im Games Workshop Online-Store nicht, aber damals 12 €, die meisten Händler haben es für 10 € in dem Dreh gehabt. Egal, es sind wirklich keine besonderen Modelle, aber okay. Ja, und dann haben wir noch die Chaos-Kultisten. Das sind insgesamt 2, 4, 6, 7, 8 Modelle. Und das sind die Cultists of the Abyss. Das sind die Chaos-Kultisten, die auch in der Blackstone Fortress-Erweiterung, wie hieß sie nochmal, Eskalation. Ich glaube, das war die Box, in der sich die Chaos-Kultisten befunden haben und nochmal einen Satz, nochmal ein Rogue Trader mit seinem Gefolge, die wiederum ja auch dann bei Combat Arena verwendet wurden. Ihr seht, Games Workshop verwendet die Sachen immer gerne nochmal in zig Varianten dafür. Ist ja auch nichts verwerflich. Egal. Die Cultists of the Abyss, und das sind sehr, sehr schöne Modelle, das sind sehr schöne Chaos-Kultisten-Modelle, die Chaos-Kultisten, ich persönlich habe da sowieso ein gewisses Faible für. Und da kommt der interessante Aspekt ins Spiel, weil so viel zum Thema leicht zu bauen. Naja, die Chaos-Kultisten lassen sich nicht zwingend alle leicht bauen. Die sind nämlich schon hier und da an dem Punkt, wo ich sagen würde, nee, da sollte man doch mal kleben. Ja, sie sind hier und da auch ein wenig steckbar, aber es gibt, ihr könnt es einfach mal hier in der Anleitung sehen, es gibt so ein paar Stellen, wir sprechen jetzt von der Seite, es gibt so ein paar Stellen an den einzelnen Modellen, das ist nicht einfach zu bauen, das ist schon ein bisschen fortgeschrittener. Ich meine, die Modelle sind ja ursprünglich auch für Blackstone Fortress gemacht und gerade bei Blackstone Fortress ist es so, dass das schon etwas teilweise fortschrittlichere Modelle waren. Es ist kein Vergleich zu den Easy-to-Build Intercessors mit dem hier. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Also das ist nur die halbe Wahrheit. Ich glaube, der Gussrahmen ist auch tendenziell ein bisschen umfangreicher. Da wird man erstmal sich denken, okay, muss man doch ein bisschen mehr Zeit investieren. Diese Kultistenbox kann man bei Games Workshop für 20 € sich kaufen. Und wenn man dann überlegt, 20 € für die Kultisten, 12 € für die Space Marines, dann sind wir schon bei ein paar 30 €, wenn man sich die Sachen einzeln kauft. 39,99 € für das Spiel. Man zahlt für das Spielmaterial nochmal so 5-6 € und hat dann ein mehr oder weniger einfach mittelprächtiges Spiel. Worauf ich hinaus will ist, das Spiel selbst ist tatsächlich nicht so der Bringer. Das kann Games Workshop deutlich besser. Gerade im Vergleich zu Crypt Hunters, im Vergleich zu Lost Patrol. Ja, stinkt der tödliche Countdown schon so ziemlich ab und auch im Vergleich zu den anderen beiden Brettspielen, die im Rahmen von dieser Serie erschienen sind, Bladeborne, Fireteam, hat man hier relativ wenig Spielwert und relativ wenig Wiederspielwert. Wir haben 3 wirklich, ja, mittlerweile in die Jahre gekommene Intercessors, Easy-to-Build, Space Marines Modelle,
die eigentlich jeder mal, der ein bisschen mit dem Warhammer-Hobby sich beschäftigt hat, zu Hause haben sollte. Klar, wenn nicht, wenn man da frisch in das Hobby einsteigt, dann ist es interessant, aber Games Workshop, die Modelle habt ihr jetzt wirklich schon zigmal verkauft. Ihr müsst sie nicht jetzt noch hier reinsetzen als, oh, und da haben wir sie nochmal. Da wäre es spannender gewesen, vielleicht, ja, ein paar aktuellere Space Marines einzusetzen, als jetzt wirklich die allerersten. Aber okay. Die Chaos-Kultisten sind wirklich cool, aber wenn man Blackstone Fortress gesammelt hat und zufälligerweise da schon die Eskalation hat, dann ja, braucht man die eigentlich auch nicht mehr. Und wenn man sich wirklich für die Chaos-Kultisten nur interessiert, dann kann man die auch für 20 Euro inklusive dem Flammenhaini hier, das ist wirklich das geilste Modell von allen, kann man die sich für 20 Euro sichern und dann hat man die Hälfte quasi von dem gezahlt, was dieses Spiel kostet. Es spricht nicht so viel für das Spiel, es ist einfach so ein bisschen, ja, man hat so das Gefühl, hier wurde nochmal so, ja, Resteverwertung betrieben. Also allein das Material, was ihr seht, ist nicht wirklich viel, die Spieldauer ist nicht lang, 3 Spieler ist eh immer ein bisschen eine schwierige Zahl. Insgesamt, wenn man es ein-, zweimal gespielt hat und dann weiß, wie es geht, man kann mit den Errungenschaften noch was machen, aber okay. Also von meiner Seite aus, ganz ehrlich, Warhammer 40k Space Marine Adventures, tödlicher Countdown. Wenn ihr jetzt nicht absolut auf die Figuren hier abfahrt und sagt, ja, genau die brauche ich noch in der Kombination. Das Spiel kann man wirklich ruhigen Gewissens überspringen, das kann man ruhigen Gewissens auslassen. Da ist nichts dabei, von dem ich sagen würde, das ist ein Must-Have. Das ist definitiv das schlechteste Spiel aus dieser Reihe von den 3 Releases von GW in letzter Zeit. Es ist schwächer und ja, bei weitem nicht so spaßig und aufreibend wie jetzt Lost Patrol oder auch das Crypt Hunters. Im Großen und Ganzen Games Workshop kann das schon mal deutlich besser. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich der große Erfolg oder der große Wurf ist. Im Vergleich zu den anderen beiden, ja, lasst es einfach liegen und vor allem der Preispunkt 39,99 finde ich echt so knackig. 40 Euro für so ein Spiel, was eine halbe Stunde Spielzeit hat, spielt es 2-3 Mal, dann habt ihr eine Stunde Spielzeit daraus, die Figuren, nicht so das geile Material, oder wenig Material einfach. Wenn der Preispunkt bei, sage ich mal, 29 gewesen wäre, 26,90, irgendwie so in dem Dreh, zwischen 20 und 30 Euro, okay, hätte man nochmal sagen können, gut, das kann man mitnehmen. Macht das als 19,99 Euro. Ein Spiel für 20 Euro nimmt man auf jeden Fall mit. Aber nicht für 40 Euro. 40 Euro ist dann schon ein ziemliches Brett, was das angeht. Zumal es halt, wie gesagt, auch wieder Figuren sind, die schon verwertet wurden und die man auch kaufen kann. Und wenn euch dieses Video oder andere Videos aus unserem YouTube-Kanal gefallen, dann schaut doch mal auf unserer Webseite nach, www.phantasos-studio.de. Da könnt ihr euch allgemein über unsere Dienstleistungen informieren, über unseren Bemal-Service, über unsere Bemal-Workshops. Und ihr könnt auf unsere Patreon-Seite gehen. Auf unserer Patreon-Seite könnt ihr, wenn es euch denn wert erscheint, uns unterstützen, auf die ein oder andere Art und Weise. Und habt dann da Zugriff noch auf zahlreiche weitere Videos, die quasi ja in dem Patreon-Bereich dann für euch bereit liegen. Okay. Das war's und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.